And if I had another life and chance, I wouldn't miss to ask you for a dance. The famous ship of fools will come alive, and all of our cravings may survive. I swear the doctor would not die between the sun, the camp, and the sky. In a world beyond just right and wrong, I'm ground control and you are Major Tom. I'm ground control and you are Major Tom. Hallo und herzlich willkommen bei Sonnendeck TV, Inspiration fürs Leben. Heute zum Thema Liebe und Lebenslust. Man kann im Leben nichts wirklich versäumen, außer der Liebe, haben so viele Dichter so oder so ähnlich geschrieben. Heute geht es um verschiedene Arten, verschiedene Facetten der Liebe, angefangen bei der partnerschaftlichen Liebe bis hin zu einem breiteren, ganzheitlicheren Verständnis von Liebe und Lebenslust. Bei mir ist heute eine Expertin auf diesem Gebiet, Susan Heath. Erstmal herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Susan ist Love and Life Coach, Glücklichmacherin, wie sie so schön selber von sich sagt, Autorin, Journalistin und anderes mehr. Jetzt ist ja Love and Life Coach, insbesondere Love Coach, nicht ein ganz alltäglicher Beruf. Wie bist du, Susan, zu dieser Berufung gekommen? Ja, es ist wirklich eine Berufung, muss man so sagen. Ich bin dazu gekommen aus der eigenen Geschichte, weil ich, sag mal, was die Liebe angeht, auch nicht immer den besten Griff hatte oder den glücklichsten. Und als ich mich dann 2001 von meiner letzten Partnerschaft getrennt habe, habe ich gedacht, was läuft eigentlich nicht rund, und mich damit beschäftigt, mit positivem Denken, wie kann man eigentlich Liebe in eine Bahn bringen, wo man selber mit glücklich wird. Und wie kann man den richtigen Partner, die Partnerin finden, was gehört dazu? Und so ist es gekommen. Du strahlst ja auch ganz viel Lebensfreude, Mut und Tatkraft aus. Also das ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen eine Voraussetzung, um den Menschen ja auch das Positive an der Liebe rüberzubringen, trotz vielleicht vieler Enttäuschungen, die die Menschen erlebt haben. Also ich denke, was wichtig ist, ist so, ich glaube, ein Love Coach kann man nicht sein, wenn man nicht selbst Leid erlebt hat. Das ist die eine Geschichte. Und wenn man nicht daraus etwas gelernt hat und das Gefühl hat, es gibt immer eine Lösung und das auch weitergeben kann und möchte halt. Jetzt ist ja Liebe so etwas Zentrales im Leben der Menschen, im Leben von ganz vielen Menschen. Wir haben ja, Liebe ist einfach so etwas, das uns ständig und überall begleitet, und wir tun ja so viel aus Liebe und wir tun so viel aus Mangel an Liebe. Und jeder von uns hat vielleicht so ein bisschen ein Lieblingszitat oder ein Lieblingsspruch zum Thema. Meiner ist von Henry Miller, die Kurzform hier in Rot: Love is life illuminated. Also Liebe ist illuminiertes, beleuchtetes Leben. Manche sehen es ja eher ein bisschen als das Gegenteil. Liebe macht blind und mit der Zeit kommt dann die Sehkraft zurück. Hast du auch so einen Lieblingsspruch zum Thema Liebe? Also einer meiner Sprüche ist natürlich, Liebe ist überhaupt der Grund, warum wir auf der Welt sind. Also das glaube ich ganz bestimmt. Und natürlich auch, es gibt den Spruch von Albert Schweitzer, Liebe ist das Einzige, was niemals weniger wird, egal wie viel wir uns davon verschwenden. Möchte ich auch den Zuschauern sagen, liebt so viel ihr wollt und habt keine Angst vor Enttäuschung. Kann euch nur weiterbringen. Das tönt gut. Das Lebensglück verbinden ja so viele Menschen mit einer festen Beziehung. Wenn wir mal mit der partnerschaftlichen Liebe anfangen. Mhm. Für 95% der Menschen hierzulande ist das Lebensglück verbunden mit einer wie auch immer gearteten festen Beziehung, laut neueren Studien der Uni Zürich. Und jetzt ist es ja heutzutage, scheint es unheimlich einfach, den passenden Partner zu finden, wo wir ja nicht nur die Möglichkeiten im richtigen Leben, in Anführungs- und Schlusszeichen, haben, sondern auch die vielen Möglichkeiten im Internet. Aber auf der anderen Seite scheint es eben auch
schwierig zu sein angesichts dieser weit verbreiteten Unverbindlichkeit und Austauschbarkeit, so nach dem Motto, ja, wenn es nicht die ist, ist vielleicht eine andere, ich muss ja nicht gleich das Erstbeste nehmen, kommt vielleicht noch was Besseres, Passenderes, kann ich ja noch warten. Und hat man sich mal festgelegt, ja, kommt was Besseres, schnell ausgetauscht, das macht ja vielen Menschen zu schaffen. Ja. Und wissenschaftlich betrachtet gibt es ja in der Tat für uns anscheinend für jeden von uns etwa 150.000 passende Partner. Es ist ja sehr, sehr theoretisch. Nützt uns mal erstmal gar nichts. Für uns stellt sich ja im Alltag die Frage, ja, wie finde ich den passenden Partner? Soll ich da überhaupt suchen? Mal egal auf welchem Weg. Du als Love Coach, Susan, soll man suchen? Also ich finde unbedingt, dass man suchen sollte, weil woher soll jemand wissen, hallo, hier bin ich, ich möchte einen Partner oder eine Partnerin. Also das heißt, man muss schon einen Laut geben und ich würde den Laut an jeder Stelle geben. Ich würde erstmal allen Bekannten, Freunden, wie auch immer das mitteilen, aber ich würde auch suchen im Internet. Also unbedingt suchen und sich natürlich auch finden lassen, aber nicht drauf zu hoffen, man sitzt da und verschimmelt und denkt, als Gerippe, es gibt wirklich ein schönes Bild, so ein Scherz, man sitzt da als Gerippe und dann steht da drunter, Sie haben zu lange auf Ihren Traumpartner gewartet. Also das möchte ich bitte doch, dass die Leute das nicht erleben müssen. Wahrscheinlich noch mit ein paar Spinnenweben unten dran, genau, also ungefähr. Genau, mit einem Spinnenweben. Also aktiv werden, suchen, bitte und sofort. Ja, im Internet fällt ja vielen die Suche erstmal ein bisschen leichter. Ja, im Internet hat man ja mal den Vorteil, für manche zumindest, dass die physische Existenz mal in einem ersten Go nicht da ist. Körper, Stimme, Gestik, Mimik und so weiter ist mal nicht da. Das kann vielen als Brücke dienen. Und man lernt sich dort eher von innen nach außen kennen. Im Gegensatz zur freien Wildbahn, in Anführungs- und Schlusszeichen, wo man sich ja eher von außen nach innen kennenlernt, das macht es manchen sicher mal einfacher. Wie stehst du, Susan, zur Beziehungsanbahnung via Internet? Also via Internet ist inzwischen in. Man muss sagen, egal welche Schicht, welcher gesellschaftlichen Schicht man angehört, Internet suchen ist, wie man so schön sagt, en vogue, also im Trend und auch völlig okay. Aber man sollte ein paar Dinge wirklich beachten. Also A, muss ich unterscheiden, suche ich Liebe, möchte ich einen Partner, eine Partnerin oder suche ich Sex? Also das ist ein elementarer Unterschied. Zweitens muss man natürlich dran denken, nirgendwo wird so viel gelogen wie im Internet, was Alter angeht, was das Profilfoto angeht und, und. Das heißt, und auch noch, je kostenloser etwas ist, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch mehr nur um Liebschaft und um Sex geht. Das heißt, also mein Rat wäre auf jeden Fall, also lieber ein paar Franken, ein paar Euro investieren, ein Portal suchen, wo schon eine gewisse Seriosität ist, da gibt es schon auch Kriterien für, und dann ehrlich bleiben. Also wenn ich wirklich einen Partner möchte, muss ich auch selbst ehrlich sagen, wie alt ich bin. Das Gewicht finde ich bei Frauen, das ist einfach unerheblich, weil man sieht es auch ein bisschen im Gesicht, außerdem nicht so wichtig, aber man sollte das sagen. Also ich sage mal, ein Zahnarzt sollte Zahnarzt sein und nicht Automechaniker. Und eine Wurstverkäuferin sollte Wurstverkäuferin sein und nicht sich als Psychologin ausgeben oder so. Es gibt einfach dann, wenn es wirklich funkt, einfach dann gibt es ein Problem, weil wenn ich dann jemanden wirklich treffe oder mit ihm rede und merke, das ist alles gelogen, ist die Vertrauensbasis so schlecht, das kann nur im Chaos enden. Also unbedingt Ehrlichkeit. Ist die Enttäuschung schon fast vorprogrammiert? Ja, wie kann ich jemandem trauen, der mich so angelogen hat? Da kann man hinterher sagen, ja, ich wusste ja nicht, ich verliebe mich, aber wenn ich doch ins Internet gehe, weil ich mich verlieben möchte, das ist ja der Grund, warum ich hingehe, ne? Schließen wir jetzt mal die Sexgeschichte aus, dann kann ich doch, ich muss von mir ausgehen. Wenn mir Ehrlichkeit wichtig ist, finde ich, muss ich auch ehrlich sein halt. Mhm. Man sucht ja im anderen einerseits immer ein bisschen das Gleiche, also dass die Leitplanken stimmen, die wichtigen Punkte im Leben. Mhm. Das erleichtert natürlich auch die Kommunikation, schafft Vertrauen, Verständnis, Sicherheit und so weiter. Auf der anderen Seite sucht man aber eben auch den Reiz des anderen. Na, die Ergänzung zu sich selber, das Komplementäre,
und so weiter. Das, was man selber vielleicht nicht hat und möchte, dass jemand anders in die Beziehung reinbringt. Mhm. Dann fallen gerne natürlich auf der Wunschliste so Attribute wie verfügbar, verlässlich, treu, lieb, humorvoll, attraktiv. Was hörst du so als zu oberst auf der Wunschliste von deinen Kunden? Also von Frauen höre ich also als erstes, er sollte Humor haben, er sollte treu sein und zuverlässig. Das ist so das Wichtigste. Es kommt dann eigentlich erst später, möglichst auch, dass er Geld verdienen soll und sonst wie. Und die Optik ist Frauen am allerwenigsten. Männern ist ganz wichtig, sie soll auch gut aussehen, sie soll auch Lust haben. Also Männer stehen ja auch ein bisschen mehr auf Sex halt. Ne? Und ja, gute Köchin ist auch nicht schlecht halt. Ne? Aber ich sag mal, wenn sie attraktiv ist und ja, ihn auch vor allen Dingen nicht anmeckert, da sind ja Männer ganz empfindlich, dann ist das eigentlich schon für Männer eine gute Grundlage. Und zu den Leitplanken möchte ich sagen, also es ist einfach erwiesen und auch meine Erfahrung, je mehr Basis man hat, also je mehr gleiche Leitplanken, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Beziehung auch wirklich lange trägt. Man sagt ja auch oft, Gegensätze ziehen sich an. Das ist auch ganz reizvoll, aber man darf nicht unterschätzen, es ist auch sehr viel Stress. Also man muss eigentlich was klären und wenn es zu sehr auseinander ist, ist eigentlich der eine, also hat eigentlich schon verloren. Das heißt, der eine muss eigentlich sich immer unterordnen. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Es klingt ja manchmal spannend, aber es ist extrem anstrengend. Wer also eine anstrengende Beziehung möchte, dem rate ich, je mehr Gegensatz, umso besser. Wer eine erfüllende Partnerschaft möchte, dem würde ich raten, schaut, überlegt euch selbst, also besonders auch Frauen, die sind ja manchmal ein bisschen diffuser, was ist euch wichtig? Und es geht jetzt nicht um George Clooney-Verschnitt, sondern welche Charaktereigenschaften, was brauche ich unbedingt? Also zum Beispiel, wenn jemand gerne in die Berge fährt, braucht er nicht jemanden, der eigentlich überhaupt nicht gerne wegfährt. Und ich sag mal, wenn jemand gerne unter Menschen geht, ist es schwierig, wenn jemand Menschen nicht ertragen kann. Also das sind schon Sachen, die sollte man sich gerade auch, wenn man nicht gerade erst 18 ist, sondern mit zunehmendem Alter, man sollte es sich wirklich gut überlegen. Weil ich glaube einfach, jeder hat das Recht auf Liebe und Partnerschaft und auch auf eine glückliche. Und er hat die Möglichkeit und sie, etwas dafür selbst zu tun. Und das ist eben, sich genau das zu überlegen. Es fällt ja auch immer das berühmte Wort Ausstrahlung, ne? Also Optik, Sprache, Mimik und so weiter, Gestik, aber auch eben, was dahinter ist, ob man mit sich selber im Reinen ist und so weiter, was ja da alles auch in die Ausstrahlung mit reinfließt, auch die ganzen inneren Werte. Dann Lebendigkeit, dass jemand ein bisschen teilnimmt an Themen, am Leben etc. Und dann ja, Interesse auch haben am anderen, am Leben des anderen, teilhaben, unterstützen. Da hatten wir gerade auf dem Weg hierher eine heiße Diskussion. Da habe ich auch gerade einen wichtigen Impuls von dir wieder mitgekriegt auf den weiteren Lebensweg, dass man da auch mehr schaut und auch respektiert, was dem anderen wichtig ist etc. Was ist dir persönlich am wichtigsten in einer Partnerschaft? Also mir persönlich ist am wichtigsten, also Ehrlichkeit, die würde ich an oberster Stelle, Humor, Intellekt und eben auch so Loyalität. Ich muss mich auf den anderen verlassen können das ist so, wäre mein Parameter, ist mir am wichtigsten. Jetzt fällt es ja den Menschen sehr oft schwer, jemanden anzusprechen. Bully Herbig, der deutsche Regisseur, hat das ja so schön, und Filmemacher hat das so schön gesagt, als man ihn fragte, wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Viel verrückter als Filmemachen. Ich habe sie einfach angesprochen. Aber genau das fällt ja ganz vielen Menschen schwer. Was rätst du da, wenn jemand sich nicht traut, der sieht da den Traumpartner vielleicht in der Ecke sitzen oder zumindest jemand, der ihm mal gefällt? Würdest du sagen, auf geht's? Also ich persönlich würde immer sagen, auf geht's, wenn es derjenige nicht schafft. Weil was dahinter steht, ist ja die Angst vor Zurückweisung. Genau. Ne? Also ein Mann spricht eine Frau an, die er gut findet. Ganz genau. Und die sagt, lass mich in Ruhe. Ne? Hau ab. Ganz genau. Hau ab. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ganz genau. Männer können ja Zurückweisung natürlich nicht so gut ertragen. Aber auch Frauen haben ein großes Problem, weil wir trotz 21. Jahrhunderts immer noch in der Situation sind. Also Frauen lassen sich immer noch
lieber ansprechen, als dass sie ansprechen. Also ich sage mal, wer sich nicht traut, sollte entweder mich anrufen, dass er Hilfe kriegt, ne? Dann machen wir ihn oder sie fit, oder sich vor Ort einen Kursus suchen, also ein bisschen Selbstvertrauen und einfach wagen und nicht daran zu denken, ich werde zurückgewiesen, sondern erstmal das Schönste. Das heißt, man sollte sich genau überlegen, wie spreche ich jemanden an. Also bei Männern ist es natürlich ganz gut, Frauen mögen Komplimente. So, wenn ich bin jetzt der Mann, stellen wir uns das mal vor, auch wenn das jetzt nicht ganz so aussieht, ne? Aber ich würde dich jetzt ansprechen, dann würde ich sagen, wow, also ich finde ihre Augen, die sind einfach fantastisch, oder die Haare. Und fast jede würde sagen, oh ja, finden Sie oder findest du, je nachdem, welches Alter man hat. Und das wäre der erste Schritt zum Gespräch. So, das ist ja das Wichtige, dass der andere einem überhaupt die Aufmerksamkeit schenkt. Aber jetzt sagt vielleicht der eine, hat sich Mut gefasst, darf ich mich zu Ihnen setzen? Und dann sagt der andere vielleicht, ja, wenn Sie was Interessantes zu erzählen haben. Schwupps, schon ist das Herz wieder in der Hose. Würdest du sagen, nicht entmutigen lassen, trotzdem... Ich würde raten, schlucken, sich nichts anmerken lassen, einmal tief durchatmen und sagen, oh, dann wollen wir doch mal gucken, was wir Interessantes zu bieten haben. Ja. Und wenn man selber erstmal nichts einfällt, dann würde ich sagen, wissen Sie, wenn Sie das so sagen, was haben Sie denn so Interessantes zu erzählen? Weil Sie sehen so aus, als wenn Ihr Leben fürchterlich spannend sei. Ja. Und also sag mal, im Prinzip nicht zu denken, oh, was mache ich jetzt, sondern... versuchen, es umzukehren und es ein bisschen lockerer zu sehen, also ein bisschen ein Spiel draus zu machen. Und es funktioniert fast immer. Und wenn es jemand ist, der ganz muffig ist, dann muss man sagen, danke, danke, dass er gleich so schrecklich war, dann habe ich meine Zeit gespart und kann woanders weitersuchen. Ja. Beim Thema Verführung, was da gerade ein bisschen schön illustriert wird, sind ja gerade die Menschen ein bisschen vielleicht anfälliger als andere, wo ja, unbefriedigte Bedürfnisse haben, egal jetzt auf welchem Gebiet, in welchem Bereich. Ne? Die vielleicht da, ja, der Mensch tendiert ja immer so ein bisschen dazu, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und man möchte ja auch, man möchte verstanden werden in seiner Einzigartigkeit, man möchte gesehen werden in seiner Individualität und so weiter. Und da kann man natürlich dann schon ein bisschen anfällig reagieren, wenn das nicht der Fall ist. Und hat manch einer leichtes Spiel. Und da fragt sich natürlich auch manch einer, ja, wie soll ich jetzt dieses Interesse signalisieren? Ich werde ganz kurz was vorlesen zu diesem Thema, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Susan sagt uns nachher, wie man es besser macht. Absolut. Ist aus einer Kolumne von Gützin K., der Autorin und Drehbuchautorin. Im Kerzenlicht erscheint alles edel und erhaben. Sogar er. Also schreibt man ihm betont beiläufig, hallo, lange nichts gehört, dachte gerade an dich. Er dachte dummerweise gerade nicht an sie. Stattdessen schob er eine mittelschwere Depression, weil er im Kaufhaus nicht mehr von sexy Blondinen angeflirtet wird, wie früher, sondern von der blonden Aushilfsverkäuferin, die ihn an einen Wühltisch erinnert, die aber trotzdem abschleppen wird, weil nichts Besseres in Sicht ist. Da kommt ihre SMS und er schreibt umgehend zurück, Lust auf Kaffee? Den Rest werden sie ihrer besten Freundin noch bis zum nächsten Sommer vorjammern. Susan, wie würde man es besser machen? Also ich sag mal so, diejenige, die ja das Interesse also an ihm hat, fangen wir mal mit dem Schluss an, mit der SMS, ich wäre viel direkter. Also ich würde auch als Frau da nicht so lange rumhampeln, weil Männer können nicht Gedanken lesen von Frauen, das muss man einfach sagen. Man muss Männern schon sagen, Klartext, wo geht's lang? Ich würde sagen, du weißt was, hast du nicht Zeit und Lust, miteinander was zu trinken oder zu essen, was auch immer. Und dann würde ich weiterschauen. Bei ihm finde ich, er verplempert seine Zeit mit irgendwelchen Träumen, die also lächerlich sind. Er sollte mal ein bisschen wieder seinen Fokus auf die Wahrheit richten halt. Also es heißt nicht, sich in Wunschträumen verfangen, sondern... also einfach machen und gucken, was ist vor der Tür, weil das ist übrigens auch interessant, weil vor lauter Träumereien oder sich in jemanden vergucken, den man nicht bekommen kann, ne, so was unerreichbar ist, ist ja noch umso viel anziehender,
mal schauen, was ist eigentlich vor der Tür und warum bemerke ich diesen Menschen nicht? Ja. Weil vielleicht ist es genau das Gegenüber, womit ich glücklich werden kann. Ne? Das ist ja oft so. Das, was einem gerade vor der Nase ist, sieht man nicht. Ne? Ne? Die Bäume und der Wald. Die Bäume, dem Wald vor lauter Bäumen, wie man so im Deutschen sagt. Und ich finde so, es einfach ausprobieren und direkt heißt, also man muss es ja nicht immer so direkt machen wie ich, aber ich finde, man sollte nicht so dieses Drumherum. Ich habe gehört, dass die Schweizer ganz gerne so Schleifen machen. In Deutschland ist das manchmal auch verbreitet. Ich bin mehr so der Gradlinie. Und ich finde, man sollte eine Chance ausprobieren und auch wirklich keine Angst haben, wenn derjenige sagt, ja, aber ich habe keine Lust auf Kaffee mit dir. Gut, dann ist es so, aber man hat es versucht halt. Ne? Wie du richtig sagst, viele in der Schweiz sind schon ein bisschen zurückhaltender. Es gibt aber andere, die haben da ganz schön ihre schönen Maschen und ihre, ich sage immer, Büchsenöffnerwörter. Okay. Ja? Also für mich so ein Büchsenöffnerwort ist so, ich bin einsam. Ich bin einsam in der Beziehung. Ich bin unverstanden in der Beziehung. Dann ein bisschen warten, dann kommt so das Wort Spiritualität. Ne? Dann kochen manche Frauenherzen schon mal langsam hoch. Ne? Man kann schon zuschauen. Besonders Damen in der zweiten Lebenshälfte. Ne? Nur ist es halt dann oft so, nicht immer, aber oft, dass Herren der Schöpfung, die so locker, flockig, leicht, spirituell, unverbindlich von bedingungsloser Liebe sprechen, halt eben auch die sind, die so luftig, locker, leicht, unverbindlich ganz viele Damen beglückt haben. Na gut, was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung dazu ist A. Also natürlich, ich meine, selbst Casanova hatte Büchsenöffner-Wörter. Ne? So, der hat absolut, Schmeicheln ist eben immer ein Büchsenöffner. Ja, absolut. Ne? Ja. Und gerade, weil du die Spiritualität anbringst, also erstmal ist ja Liebe auch ein Stück Illusion. Wir sehen ja in dem anderen, was wir sehen wollen. Genau. So, und wenn er es bedient mit diesem, ach, meine Einsamkeit, kommt bei Frauen ja dieses Mütterliche, ach, ich muss ihn trösten, der arme Kerl und ich bin die Richtige. Und bei diesem Spirituellen denke ich immer, es ist, also ich persönlich halte mich für spirituell, trotzdem extrem bodenständig, aber häufig wird mit Spiritualität ja verbunden, dieses abgehobene, so rosa, so eine Wolke, so eine schwammige. Und wer spirituell ist, der muss einfach eine Frau verstehen. Genau. Und der wird sie nicht betrügen und der wird auch nie sie enttäuschen. Und wenn es dann doch so ist, ist es umso bitterer. Aber man muss sagen, diejenigen oder wir sind dann einer Illusion aufgefangen. Also lasst euch Frauen, bitte, bitte, lasst euch niemals von dem Wort Spiritualität blenden. Und wenn ihr den einsamen Wolf wollt, okay, wenn ihr gerne Krankenschwester sein wollt, weil ihr sagt, oh, ich bin so einsam, denkt dran, er braucht eigentlich eine Köchin, eine, die putzt und dann, ja, natürlich auch für Sex, das muss man auch ganz klar sagen, aber ihr solltet ganz klar überlegen, geht es um euch oder eigentlich seine Bedürfnisse befriedigen? Da muss man einfach überlegen. Gibt natürlich auch andere. Ne? Ich habe jetzt nur ein Wort rausgegriffen von ganz vielen Büchsenöffnerwörtern. Ne? Wir hätten auch ein anderes nehmen können. Es gibt ja einige. Genau. Ne? Ja, die Ehe hat, der ideale Ehemann, hat Brigitte Bardot gesagt, ist ein unbestätigtes Gerücht. Ne? Zumindest einmal scheint es ihn gegeben zu haben. Das ist Ulrich Mühe, der deutsche Schauspieler, verstorben vor ein paar Jahren mit seiner inzwischen ebenfalls verstorbenen Frau, Susanne Lothar. Und sie hat nach seinem Tod ein wunderbares Kompliment gemacht, was ihr gefallen hat an gemeinsamen Leben, an der Ehe mit ihm. Auf die Frage, was sie an ihrem Mann geliebt habe, sagte sie, alles. Dass unser gemeinsames Leben so schön war und es keinen doofen Alltag gab. Davon war ich einfach nur begeistert und sprachlos. Ach, schöner ist Liebe eigentlich selten beschrieben worden, finde ich. Es ist ja genau das, oder dieser Alltag, dieser Alltagstrotz, der ganz normale Alltagswahnsinn mit der ganzen Alltagslogistik. Dass schon manche Liebe ist im Grau des Alltags versunken. Und da fragt sich natürlich, wie können wir auch in einen vielleicht ein bisschen eingefahrenen Alltag ein bisschen Schwung reinbringen? Wie halten wir die Liebe lebendig, die Beziehung lebendig? Ja, auch wenn wir vielleicht schon länger zusammen sind. Komplimente ist immer was Gutes, Wertschätzung.
mein Lieblingskompliment, ich habe es zwar noch nie gehört, außer in einem Song der Pretenders. I'm thinking about the fireworks that went off when you smile. Also die Feuerwerke, die abgehen, wenn du lächelst. Ne? Es gibt ja viel, man kann da erfinderisch sein. Susan, was empfiehlst du im Alltag? Was soll man da, oder was kann man machen, um ein bisschen die Alltagsroutine zu durchbrechen und ein bisschen das Grau des Alltags bunter zu machen? Also, das Optimalste ist, gar keinen Alltag aufkommen zu lassen, muss man einfach sagen. Jetzt muss man sagen, das Leben ist nicht immer optimal. Und das große Problem ist, wir haben immer noch die Männer als Jäger. Und wenn sie dann ihr Wild erlegt haben, dann denken sie, damit sind sie fertig. Also, liebe Männer, es ist niemals fertig. Denkt dran. Ne? Bei Frauen denke ich genauso. Es ist wichtig, also egal wann und wie lange man zusammen ist, diese Wertschätzung. Ne? Also dem anderen das Gefühl geben, nicht nur sagen, ich finde dich toll, und auch nicht aufhören, diese kleinen Liebeszeichen, ob das SMS oder was immer ist. Aber es sind ja die kleinen Gesten. Jemanden wirklich berühren oder über die Wange streichen, ihm das Gefühl geben, er ist wichtig. Egal wo man ist, mit welchen Leuten und so weiter. Und ich finde ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht ist Rituale. Weil mal egal, ob man Kinder hat oder nicht, Zeit für sich nehmen. Wenn es klappt, möglichst einmal in der Woche sich einen Abend oder was auch immer reservieren, nur für einen selber. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt die Liebe zelebriert, sondern sich gegenseitig zelebriert, die Wertschätzung miteinander. Und es wirklich wie Zähneputzen zu einem festen Ritual macht halt. Ne? Also auch ein Leben lang. Und wenn man es eben nicht jede Woche schafft, dass man es wenigstens zweimal im Monat oder einmal im Monat, aber dass man sagt, die Zeit ist nur für uns und egal was kommt, das ist wichtig. Und in dieser Zeit wirklich auch nicht anfängt, dem anderen zu erzählen, was einen schon die ganze Zeit wieder genervt hat, sondern die ist positiv besetzt. Ob man nun jetzt miteinander isst, ob man miteinander Liebe macht oder was immer man tut, es ist nur die gegenseitige Aufmerksamkeit im Positiven gegenüber halt. Ne? Stichwort Liebe machen, Sex, ne? Genau. Begehrlichkeit verträgt sich ja auch nicht so gut mit Nähe, Vertrautheit, Harmonie und so weiter. Das sind fast ein bisschen wie Gegenspieler. Wie schafft man es da ein bisschen wieder Pep reinzubringen, wenn vielleicht da das eine oder andere im Laufe der Zeit ein bisschen eingeschlafen ist, eben durch Nähe, Vertrautheit, Harmonie. Sex braucht ja eher Spannung, Widerstände, Überraschung und so weiter. Na gut, also bei einem Sex ist es ja so, Frauen brauchen schon auch das Gefühl, geliebt zu werden und auch ein bisschen das Sanftere halt. Also bei Männern reicht es schon eher so, und ihren Sex, und dann ist für die, da sind Männer einfach einfacher gestrickt halt. Ne? Ich finde wichtig, von Anfang an über die sexuellen Wünsche und Bedürfnisse zu reden. Auch wenn der andere nicht dazu bereit ist, sie mit einem auszuleben, aber es ihn wissen zu lassen und wenn möglich, es wenigstens auszuprobieren. Da kommt jetzt immer natürlich drauf an, wenn es etwas ist, wo der andere überhaupt nicht mit leben kann. Also wenn jemand überhaupt nicht auf SM steht, ist es schwierig halt. Aber ich finde, es muss erlaubt sein, in einer Partnerschaft offen drüber zu reden. Dann bin ich ja eine eiserne Verfechterin davon, auch mal was anderes auszuprobieren. Und ich finde also ganz gut, Sexualität nicht nur diese Orgasmusjagd, weil Sex ist nicht nur Orgasmus, es ist ein Zusammenspiel. Was super gut ist, ist zum Beispiel gemeinsam einen Tantra-Kurs zu besuchen, weil Tantra ist auch diese gegenseitige Achtsamkeit, ist es auch dieses Fließen von Energien und ich sag mal eine Sexualität auf einer tieferen, finde ich, Ebene zu erleben, die nicht nur mit Penetrieren und Rein-Raus zu tun hat, sondern wirklich das Gesamtheitliche halt. Ne? Ich fände gut, wenn, ich will jetzt mal hier was demonstrieren, guck mal, ich habe hier eine Straußenfeder mitgebracht, du darfst auch mal eine, einfach damit es sich, dass du das Gefühl hast, wie es sich anfühlt halt, weil die Straußenfedern sind insofern schön, die sind ganz schön weich halt. Ne? Das heißt, sich gegenseitig streicheln, man kann auch bei sich selber anfangen. Und damit es auch ein bisschen spannender wird, wir haben ja gesagt, es ist ja ein bisschen spannend, kann man das so machen, die Augen verbinden. Der eine würde streicheln, du darfst mich jetzt ein bisschen streicheln, ich darf es dann auch noch dazu machen. Einer muss jetzt von uns den Überblick behalten, deswegen gebe ich dir jetzt keine Maske mal. Ne? Aber ich sag mal, wir haben ja fünf Sinne, ne? Augen, riechen, schmecken und sehen und so. Und
Wenn dich jemand streichelt, das kann man mit der Feder machen, man kann sich auch so streicheln, ist es so, es geht darum, sich fallen lassen zu können, es anders zu erleben halt. Ne? So, ja. Und das würde ich jedem raten, also die ganzen Sinne auszuprobieren. Also auch bei der Sexualität und eben, wie gesagt, offen sein und also Sexualität als Energie zu empfinden. Das heißt, die berühmten Migräneanfälle von der Frau oder vom Mann, wie auch immer, es nutzt nichts, sich sexuell zu verweigern. Sexualität gehört aus meiner Sicht zu einer Partnerschaft und eine erfüllende Sexualität hält jung, also man braucht nicht mehr zum Schönheitsdoc, also schon mal viel, viel Geld gespart und, ne? Und man fühlt sich gegenseitig, man teilt auch etwas, was so einen trägt. Ne? Das mir auch eins mitgebracht. Absolut. Muss es noch ausprobieren. Aber du darfst es behalten. Ich schenke es dir und auch die Maske, damit auch dein Liebesleben wieder ein Pep kriegt, hoffentlich. Das. Ja, danke schön. Bitte schön. Ja, also wird noch ausprobiert. Okay, sag mir Bescheid. Mit der Treue ist ja, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ne? Treue und Lebendigkeit, ich sage nicht, das schließt sich aus, aber es sind auch ein bisschen so Sachen, wo ein bisschen in die Gegenrichtung gehen. Ne? Wenn das eine gelingt, geht nicht selten das andere verloren, mehr oder weniger. Ne? Leider. Und wir hätten es ja viel gerne, wir hätten es lieber anders. Ne? Wir möchten es ja gerne anders, wir möchten, dass beides, ne, oben bleibt. Aber ist ja auch so eine manchmal leidige Geschichte. Und wir hätten natürlich gerne, dass es eben weniger abnimmt. Ne? Susan, was empfiehlst du da? Also ich glaube, dass der Mehrzahl der Menschen wichtig ist, dass Treue ihnen wichtig ist. Das heißt denk nicht, ich auch, dass ja. sie so leben, ja. Weil man kann natürlich die Frage stellen, ist Monogamie noch zeitgemäß und sonst wie. Aber Fakt ist einfach, die meisten Menschen ja. brauchen die Monogamie und ja. sie brauchen auch das Gefühl von Treue. Ja. Und sie brauchen das Gefühl von Verlässlichkeit. So, ja. Und diese Lebendigkeit, was du ja sagst, also dieses sich aufeinander freuen ja. oder eben auch miteinander Dinge noch zu erleben, die haben einfach damit zu tun, dass man den anderen immer wieder neu entdecken sollte halt. Also man sollte nicht so sagen, ach, was Männer ja haben, wo Frauen ja wirklich regelmäßig eine Krise kriegen. Die Männer kriegen ja noch nicht mal mit, wenn eine Frau von ganz langen Haaren auf ganz kurz oder von schwarz auf blond, dann sagen sie nur, ist irgendwas anders. Aber wenn beim Friseur, dann sagt er vielleicht noch, was hat es denn gekostet? Mhm. Dann sagt er, sie vielleicht 150 Franken mhm. oder 150 Euro und sagt, so teuer musste das sein. Ne? Ja. Und ich finde, dieses, ja, den anderen ermuntern, also zum Beispiel auch etwas Neues auszuprobieren. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist in einer Beziehung, jeder braucht ein Stück sein Leben, seins, seine Freunde. Also dieses 24 Stunden zusammenkleben, ist der Tod wirklich jeder Partnerschaft. Dort kommen wir genau wieder in diese ja, Richtung, oder? Absolut. Die Lebendigkeit geht verloren. Ja. Ne? Und dann sagt dann halt der eine oder andere, ja, schwören, ewig treu zu bleiben, da kann ich gleich schwören, ewig schön zu bleiben, das schaffe ich eh nicht, oder? Aber wir haben trotzdem diese große Sehnsucht in uns. Wir möchten es, oder? Einerseits die Treue und wir möchten die Lebendigkeit. Und das ist auch in den meisten von uns verankert. Aber ich finde, es geht mit der Treue, mhm. weil ich sage mal so, einem Menschen... Wir hoffen es ja. Nein, es geht. Also ich glaube, dass der Schlüssel, also aus mhm. meiner Sicht und Erfahrung ist, dass wir teilweise verlernt haben, im Laufe einer Beziehung dem anderen die Wertschätzung zu geben. Also er wird, ja. er oder sie wird selbstverständlicher. Mhm. So, wenn etwas selbstverständlicher ist, kriegen wir gar nichts mehr mit. Ja. Wir tun nichts mehr dafür. Ich denke, also ich bin nicht eine Verfechterin davon, dass Partnerschaft in dem Sinne Arbeit ist. Es ist aber insofern Arbeit, dass man etwas für tun muss, mhm. weil, auch wenn ich mich ja nicht mehr wahrnehme zum ja. Beispiel, ne? Also wenn ich mich jetzt nur noch im Jogginganzug zeige, nämlich bin ich ja auch nicht mehr lebendig. Ja. Also ich schraube ja. mich auch immer mehr zurück halt. Ne? Frauen sind ja tendenziell eher stärker beziehungsfixiert und entsprechend auch tendenziell, ne? Ausnahmen bestätigen immer die Regel, und entsprechend auch schneller beziehungsgefrustet. Also hierzulande ist es so, dass Frauen etwa doppelt so häufig die Beziehung beenden. Ne? Oft sind es natürlich auch überhöhte Ansprüche an die Beziehung. Dass man das Gefühl hat, ein Partner kann ihm all das geben, was man sich vorgestellt hat. Da könnte jetzt das alles sein, was man sich vielleicht in seinen Träumen erhofft hat. Und im Alltag sieht es dann halt so aus, dass
dass das nicht so ist. Wir kennen das alle, oder? Dass ein Partner nie alle Wünsche und Bedürfnisse befriedigen kann. Bist du auch oft in deinem Beratungsalltag mit übertriebenen Ansprüchen konfrontiert? Ja, natürlich. Es hat aber damit zu tun, die übertriebenen Ansprüche, dass viele denken, also besonders Frauen, finde ich, definieren sich also immer noch über einen Mann halt, und dass sie denken, derjenige erfüllt ihre Bedürfnisse. Aber es geht um Eigenverantwortung. Erstmal muss ich mir meine Bedürfnisse selbst erfüllen und der andere ist eine Ergänzung oder kann eine Ergänzung sein. Wenn ich das auf den anderen übertrage, die Verantwortung abgebe, kann es nur in Enttäuschung ändern halt, weil zum Beispiel heute habe ich das Bedürfnis, ich will ausgehen und derjenige hat überhaupt keine Lust. Also ist Frust. Das heißt so, sich zu überlegen, warum will ich eigentlich, dass der andere mein Bedürfnis erfüllt? So, warum mache ich es nicht selber und lade ihn dazu ein, wenn es möglich ist, es mit mir zu teilen oder es eben mit jemand anders zu machen hat. Da sind wir genau beim nächsten Thema, Eigenliebe. Ne? Also, dass wir nicht vergessen, dass wir letztlich bei uns selber anfangen müssen. Es gibt ja gar nichts anderes. Letztlich können wir immer nur bei uns selber anfangen. Ne? Und es geht eben oft, sich selbst zu lieben, zu schätzen, zu mögen, mit allen unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten. Das müssen manche Menschen erst lernen. Ne? Das kann nicht jeder. Das ist ja etwas, was du und ich vielleicht für uns vielleicht nicht so schwierig ist, aber für den einen oder anderen ist das durchaus etwas, was zuerst lernen muss. Und da hast du ja, Susan, eine schöne Übung zu diesem Thema. Absolut. Wo du den Menschen das ein bisschen näher bringen kannst, wie sie, auch wenn sie viel an sich auszusetzen haben, langsam ein bisschen in diese Richtung sich bewegen können. Also ich finde, Frauen haben damit mehr Probleme als Männer, sich selbst zu lieben halt, aus ganz vielen Gründen, Erziehung und so, also es ist ein ganzes Muster. Deswegen definieren sie sich häufig über Männer. Aber die Selbstliebe, also nur wer sich selbst liebt, kann andere lieben. Und dann kriegt das andere auch mehr Balance und die Erwartung wird geringer und so weiter. Die eigenen Probleme werden ja sonst zu gemeinsamen Problemen. So, und man kriegt auch mehr Gelassenheit und findet manches auch gar nicht mehr so schlimm, was der Partner macht etc. Und es gibt eine wunderbare Übung, die ist also auch nicht von mir, aber ich finde, sie ist gigantisch gut halt. Und die zeige ich jetzt mal. Und zwar, unser Unterbewusstsein unterscheidet nur Ja, Nein. Also dieses Jein und vielleicht, was Frauen auch so oft drauf haben, das ist immer ein Nein fürs Unterbewusstsein. Also bitte, bitte merken halt. So, und dann ist es so, also ich habe es selbst wirklich viele Wochen ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Also, man stellt sich vor einen Spiegel und umarmt sich. Ne? Und schaut sich an, lächelt das strahlendste Lächeln, was es gibt und sagt zu sich, Susan, ich liebe dich. Ne? So. Und umarmt sich, weil, wie gesagt, das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, mache ich es oder machst du es. Ne? So, jetzt muss man sagen, macht man es zum ersten Mal, denkt man, man hat eine Macke. Also man denkt es selber. Jetzt ehrlich, man sagt, bin ich denn bescheuert, stell mich doch nicht vor den Spiegel. Aber hat man diese Hemmung einmal überwunden, weil man muss es ja nicht öffentlich irgendwo machen, man kann es ja da machen, wo es einen keiner sieht und es mitkriegt, macht man das und ist wirklich am Anfang, immer wenn man an den Spiegel vorbeikommt und wirklich täglich, wie Zähneputzen und ganz oft, also ich verspreche mit der Zeit, es setzt ein anderes Gefühl ein. Also diese Selbstliebe entwickelt sich. Also weil ich zu mir ein anderes Gefühl bekomme, ich bekomme auch zu meinem Körper ein anderes Gefühl und ich mache mich unabhängig, ob du mir zum Beispiel sagst, Susan, ich finde dich klasse, ich liebe dich. Weil Liebe hat ja verschiedene Facetten, muss ja nicht gleich sexuell oder so sein. Ne? So, und wenn ihr das macht, ich schwöre es euch, ihr könnt es mir auch schreiben, die Liebe kriegt eine andere Dimension. Wirklich, man fühlt sich besser. Ne? Und auch wenn du dich schon anlächelst, das gibt im Inneren ein ganz anderes Gefühl. Also bei dir scheint es gewirkt zu haben. Natürlich. Hast du es dann über einen längeren Zeitraum hinweg gemacht? Ich habe es gemacht, ehrlich, als ich damit anfing. Deswegen sage ich es. Also ich sage nicht, aber ich musste mich auch überwinden, weil du stellst dich vor den Spiegel und denkst, was ist denn das für eine Es kommt. Man muss es wirklich, bei manchen geht es relativ schnell, bei manchen dauert es ein paar Wochen, bei manchen auch ein paar Monate. Ja. Je nachdem, an welchem Punkt man in seinem Leben ist oder welches Selbstbewusstsein oder welchen Mangel man hat. Halt. Aber ich schwöre, es funktioniert.
heute du bist das beste Beispiel. Genau, weil heute mache ich es ja anders. Ich habe dann natürlich heute, ich meine erstmal, okay, ich strahle, es glaubt mir jeder. Aber nicht nur das, ich gehe auch zu Leuten hin und sage, na, wie geht es Ihnen? Ich bin die Glücklichmacherin. Und die sagen, ja, das strahlen Sie aus. Also strahle ich und die strahlen sich. Also muss ich nicht mehr vom Spiegel, dann sind die Leute mein Spiegel, wenn du so willst. Ja. Oder es fällt mir auch viel leichter, es gibt ja dieses hier Free Hug, also die freie Umarmung, ne? Dass man jemanden einfach mal umarmt, ohne da gleich etwas mehr draus zu machen oder etwas Sexuelles, einfach so diese Wärme spüren zu lassen. Und wenn man da anfängt, das ist wie so ein Funke, ne? Dann kommt es immer mehr und ja, und dann hat man irgendwann auch dieses innerliche Leuchten halt. Ich habe das ja selber gesehen, wie du auf die Leute zugehst, so Schutz. Ja. Kann nicht jeder, ist klar. Nein. Und zack, oder? Und das Wort glücklich machen, das ist ja so ein Impuls, oder? Was gerade auf viele wirkt, wer will glücklich sein? Es ist nicht nur das Glück, es ist ja so, ich lächle ja auch. Also es ist ja auch nicht, ich nehme nicht in meinem Kopf, ich muss lächeln. Das heißt so, ich gebe dieses gute Gefühl, was ich für mich habe, gleich weiter. Ja. Das heißt, ich mache in dem Moment Menschen glücklich, ohne zu sagen, du musst jetzt glücklich zu sein. Es ist einfach so eine Initialzündung halt. Ne? Da sind wir schon bei deinem nächsten Tipp und deinem nächsten kleinen deiner nächsten kleinen Demo. Ja, okay. Lachen, auch so ein schönes Thema. Absolut. Wir wissen alle, stärkt Körper, Geist und Seele. Wir tun es einfach viel zu wenig. Ne? Also Erwachsene lachen noch etwa 15 Mal. Das ist fast nichts. Kinder lachen etwa 400 Mal, Handgelenk mal Pi. Ne? Da ist etwas passiert. Pro Tag. Mhm. Da ist etwas passiert, ne? Im Laufe des Erwachsenwerdens. Mhm. Und du, Susan, empfiehlst ja da eine einfache Übung, wie wir da wieder ein bisschen mehr ins Lachen reinkommen können, das ja eben positiv ist für Körper, Geist und Seele. Man sagt ja auch, ein Zeichen oder ein Indiz für eine glückliche Beziehung ist das Lachen der Frau, nicht zuletzt, ne? Genau, und Frauen wollen ja auch Humor. Ein Mann, der sie zum Lachen bringt, hat schon die halbe Miete. Hat schon mal gute Karten. Genau. Es gibt das Lach-Yoga, also ich bin nicht die Erfinderin davon, also mal ganz klar zu sagen, aber auch hier für einen selber, weil es gibt ja manchmal Situationen, man ärgert sich über jemanden oder sonst wie und ich finde, es ist auch eine super gute Übung, den Morgen anzufangen. Ich muss noch mal hinweisen, Unterbewusstsein unterscheidet nicht, ob etwas künstlich ist oder nicht, sondern nur die Wirkung. So, und da ist es eben auch so, man kann es vor dem Spiegel machen, man kann es mit anderen machen. In Deutschland, ich weiß jetzt nicht, in der Schweiz kenne ich mich nicht ganz so aus, aber es gab mal diesen Lachsack, da drückte man drauf und dann fing an, ho, 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 so ein bisschen wie so Nikolaus, ne? Ho, 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 ne? So, und ich plädiere davon, es gibt auch einen Lach-Yoga von mir auf YouTube oder auch von anderen, wo man das nachmachen kann. Wenn man sehr ansteckend. Genau, wenn man am Anfang ein bisschen Hemmung hat und wir machen das. Also ich hoffe, ich stecke dich jetzt auch so an, dass du es machst. Schon beim Gedanken ist man angesteckt. Gut, okay, ich mache das jetzt mal einfach vor. Also man fängt an, bringt sich ein bisschen in Stimmung, mental und sagt... Man kann sagen, ja, man kann dann vielleicht gar nicht mehr. Okay, man kann es auch weitermachen. Okay, wir haben ja unsere Sendung, wir haben ja eine bestimmte Sendezeit, deswegen will ich es jetzt nicht bis ums Endliche. Also du kannst es unheimlich aus dem Stegreif. Auf den Knopfdruck. Ne? So, natürlich nicht beim ersten Mal, weil man, da muss man auch wieder den Knopf oder den Schalter im Kopf umdrehen, weil man sich blöd vorkommt. Ja, ja. Ne? Wer stellt sich hin und lacht doof? Ja, ne? Vor allem am Anfang, da denkt man genau, ja. Genau, die ersten Mal, man hast muss... Hast du eine Schraube locker, hat es dir ins Hirn geschneit, ja? Genau, aber man sagt im Deutschen das Sprichwort, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich völlig ungeniert, möchte ich wirklich sagen, seid, genau, oder sagen wir es anders, seid mehr wie die Kinder, ne? Seid mehr wie die Kinder. In dieser Hinsicht sicher. Und seid, macht euch bitte auch keine Gedanken drum, ob es jemand blöd findet oder nicht. Sein Problem halt, ne? Viele werden den Effekt haben, wie du sagst, man muss einfach mitlachen, manche werden denken, der oder die hat eine Schraube locker, wenn sie es mitbekommen halt. Ne? Ja. Aber ihr fühlt euch besser, weil wenn du mitlachst, wie fühlst du dich innerlich? Es ist gelöst. Leichter. Genau, gelöst. So gelöst, gelockert. Genau. Und wir wissen ja auch, und das ist ja wissenschaftlich untersucht und bewiesen, dass es einen positiven Effekt hat, auch auf unseren Körper. Also das ist eigentlich unbestritten. Nur eben, manchen ist einfach das Lachen vergangen. Ne? In der heutigen Zeit, im heutigen Alltag. Es ist auch verständlich. Man muss sich manchmal am Anfang dazu zwingen. Wie oft rätst du zu dieser Übung?
Also wenn man sie anfängt, also ich würde jedem raten, wenn es geht, morgens damit anzufangen. Also vorm Zähneputzen oder nach, ist völlig wurscht. Und es einfach zu üben. Und vor allen Dingen, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist gerade, wenn ein etwas stresst oder man fertig ist, es trotzdem zu versuchen. Weil, wenn man es eine Weile geübt hat, kann man es wirklich auf Knopfdruck. Mhm. Es geht zack, ne? Also das ist bei mir jetzt schon häufiger erlebt. Wir haben ja auch ein bisschen noch vor, bevor wir hatten schon ein Vorgespräch. Da konntest du auch gerade zack auf. Und du hast ja auch mein Lach-Yoga-Video gesehen. Ja. Es funktioniert. Also ich habe es bei vielen auch schon ausprobiert. Die haben es mir auch gesagt. Ja. Es ist einfach dieses, deswegen lachen Erwachsene ja nicht mehr so. Weil wir sind ja so vernünftig. Ja. Man macht das ja nicht. Ja. Oder was sollen denn die Leute denken? Ja, sollen sie doch denken. Sollen sie denken, was sie wollen. Hauptsache, euch geht es doch gut. Ja. Also demjenigen. Und wenn ihr lacht, ihr könnt nicht lachen und gleichzeitig traurig sein. Ja. Oder wütend sein. Ja. So, wenn euch demnächst euer Partner mal wieder ärgert, fangt einfach an zu lachen. Wenn er sagt, spinnst du? Dann lacht ihr noch mehr, bis ihr auch lachen muss. Und dann habt ihr ganz vergessen, warum ihr eigentlich wütend auf ihn seid. Du plädierst ja grundsätzlich für mehr Lebenslust. Absolut. Ich würde es im Gesetz verankern. Wäre ich Bundeskanzlerin, hallo Frau Merkel noch, also ich würde es im Gesetz, wie im Königreich Bhutan, ich würde es verankern, weil ich finde einfach, mehr Leichtigkeit, mehr Glück trägt uns mehr. Weil je mehr wir anfangen zu denken und zu grübeln, umso schwerer wird es, umso mehr Falten bekommen wir, aber umso gedrückter, das kann man auch am Gang sehen. Also jemand, der Sorgen hat, der geht meistens gebückter, du siehst es an der Mimik. Und wenn du es leichter nehmen kannst, also Lach-Yoga ist etwas, man kann auch Atemübungen machen, aber auch den Blickwinkel zu ändern zu etwas. Ne? Warum regt mich einfach etwas auf? Ja. Ich bin eine absolute Verfechterin von Lebensfreude. Ich würde es auch in jeder Schule würde ich's etablieren, als Unterrichtsfach. Lebensfreude als Unterrichtsfach. Hast du noch weitere Tipps in diesem Bereich, was du den Menschen empfiehlst, denen ein bisschen im Alltag, im grauen Alltag, die Lebenslust, der Lebensmut eben auch oft, der Sinn im Leben, was auch immer, abhanden gekommen ist? Ich finde, also erstmal bin ich eine Verfechterin, es gibt für alles eine Lösung. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, aber ich habe so einen Berg. Aber es fängt ja bei jedem an, den Berg irgendwo ein bisschen abzutragen. Genau. Ich finde, es ist ganz wichtig, vieles nicht so ernst zu nehmen. Also wirklich mehr wie die Kinder. Also auch wenn einem etwas aufregt, sich zu fragen, warum regt es mich denn eigentlich so auf? Ist es wirklich so schlimm? Was ist daran so schlimm? Und es ein bisschen spielerischer zu sehen oder auch nicht immer in diese ernsthaften Diskussionen, weil oft ist ja auch gerade in Partnerschaften, es kommen nur Vorwürfe und der eine übertrumpft und der andere sagt und dann nochmal und nochmal und am Ende sind beide enttäuscht oder frustriert oder sogar die Partnerschaft geht auseinander. Ich finde, das Leben ein bisschen leichter zu sehen. Also mehr das Gesicht der Sonne entgegen, auch im Winter, ne, weil jetzt haben wir gerade schon Sonne, das ist ja gut. Aber wirklich sich zu fokussieren und wenn man es alleine nicht schafft, sich Hilfe zu holen, ob das jetzt ich bin oder ob das Videos sind oder ob das Kurse sind, einfach für sich zu lernen, nimm den Blick ein bisschen mehr von den Sorgen und mehr zu dem Positiven hin. Oder guck mehr, was es dir leichter macht, was es dir gut tut. Ne? Und das ist nicht abhängig von Geld. Es gibt viele Dinge, wie in die Natur gehen, einfach Farben, grün auf sich wirken lassen oder Vögel hören. Diese kleinen Dinge auch. Und sie aber auch wahrnehmen. Also sie wahrnehmen können. Ja, halt, ne? Für dich gibt es immer eine Lösung. Für mich gibt es immer einen kleinen angefangen, bis immer. Für das kleine Problem bis zum größten. Also das heißt nicht, dass ich sie immer alleine mache, aber für mich gibt es immer eine Lösung. Ja, und ich darf sagen, eben, wir haben schon vorher gesprochen, das sagt jemand, der im Leben sehr viel Schwieriges, Schlimmes, Schmerzliches erlebt hat. Und das ist noch sehr stark untertrieben. Ne? Also auch du hast das aus vielen Tälern wieder den Weg rausgefunden in ein lebensfreudiges Leben mit Mut, mit Tatkraft, mit Power, Energie und es ist für jeden möglich. Ist das deine Botschaft? Meine Botschaft ist, weil du kennst meine Geschichte ein bisschen mehr, ich will das jetzt hier gar nicht ausführen, aber es waren wirklich tiefe Täler, wo ich glaube, dass viele dran zerbrochen werden. Also ganz, ganz ernsthaft. Und
da ich es selbst erlebt habe, was es an Leid gibt und dass man nicht leichtfertig sagen soll, ach, das ist ja, kann ich mir nicht vorstellen, wie kann jemand das erleiden, wenn man drin ist, es ist so. Die Schwierigkeit ist, rauszukommen und ich möchte auch, das ist mir auch ganz wichtig, sagen, es gibt immer Menschen dann, die einem helfen und es ist nichts Anrüchiges, um Hilfe zu bitten. Man muss nicht alles alleine schaffen. Man braucht manchmal einen, der einen ein bisschen stützt und einem den Weg zeigt. Und ob das jetzt ein Coach ist, ein Experte, ein Arzt oder einfach ein guter Freund oder vielleicht manchmal auch ein Wildfremder, der einem einfach auf einmal eine Idee gibt, wo es wieder weitergeht. Und wichtig ist, dass der Anfang, dass man anfängt, wieder zu gehen und dann kommt immer mehr. Und wenn man das hat, dann wird man auf einmal erkennen, man zieht Dinge an, die immer positiver sind. Ne? Dieses, was man nach von innen ausstrahlt, zieht es dann auch wieder an. Halt, ne? Wir wollen natürlich trotzdem nicht unerwähnt lassen, dass es auch Schattenseiten gibt bei der Liebe. Also wo viel Licht ist, ist viel Schatten, war schon immer so im Leben. Wo viel Liebe ist, gibt es auch Schattenseiten in der Liebe. Wir sind ja heute so konfrontiert mit, du musst immer lieben. I love what you do, do what you love, deinen Partner, deine Kinder, den Job, das Leben, die Freunde und so weiter. Ne? Aber es gibt auch Momente, da geht einem halt der Partner auf den Sack, da gehen einem die Kinder auf den Nerv, da nerven einem die Freunde, da mag man den Job nicht. Das ist ganz normal. Das ist nicht etwas Krankhaftes, Unnatürliches. Da fragen sich ja heutzutage schon manche Leute, ja, ist das krank, ist das behandlungsbedürftig, wenn ich nicht ständig, dauernd, immer nur Liebe, Liebe, Liebe gut drauf bin, wenn ich auch mal den anderen, auf Deutsch gesagt, auf den Mond schießen könnte, wenn er mir halt mal kurz egal ist, wenn ich halt mal aggressiv bin. Das ist ganz normale Auf und Ab der Liebe. Da muss sich niemand fragen oder überlegen, bin ich krank oder behandlungsbedürftig. Das gehört auch dazu bei aller großer Liebe. Ne? Das gehört natürlich dazu, auf jeden Fall. Wichtig finde ich aber, je mehr du mit dir ins Reine kommst, also je ausgeglichener du bist halt, ne, umso weniger wirst du diese tiefen Auf und Abs haben. Du wirst Tage haben, wo du denkst, oh, will ich nicht. Aber ich finde, dann sollte man auch den Mut haben zu sagen, ich brauche jetzt eine Auszeit oder ich brauche mal, was weiß ich, ein Wellness-Wochenende und auch zu arrangieren, auch offen mit Kindern, ich meine, es kommt natürlich aufs Alter an, zu erklären, hier, ich muss jetzt einfach mal was anderes sehen. Es ist mein Recht. Ja. Ich bin mir wichtig und um meine Selbstliebe wieder auf Vordermann zu bringen oder auf einen höheren Level, muss ich jetzt einfach mal gehen halt. Ne? Und ich finde, man muss nicht nur glücklich sein und Frieden, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, die Balance, je klarer sie ist und je klarer du bist, auch mit deinen Wünschen, mit den Äußerungen, nicht hoffst, die anderen erkennen oder derjenige erkennt, umso mehr kommt das auch zu dir. Also umso weniger hast du diese Tiefs. Also außer du bist krank natürlich. Ja, ja, ich meine jetzt auch nicht tagelange oder so Monster-Tiefs, aber einfach Momente, wo einem halt auch mal was, denke ich, ist ganz normal oder wo man nicht in dieser großen Liebesstimmung drin ist, wo einem halt auch mal was nervt. Egal ist, dass man das nicht unbedingt unterdrückt, weil ich bin gar kein Freund von Unterdrücken, Unterdrücken ist ja immer noch im System drin, oder? Es kann zu einer anderen Zeit wieder rauskommen. Aber du hast doch mal gesagt, aber vor 2 Wochen hast du. Lieber mal sagen, das hat mich genervt, Klartext reden und raus aus dem System und dann wieder liebevoll weitermachen als und alles runterschlucken, unterdrücken und halt eben, ich sage immer, was unterdrückt wird, ist noch im System. Lieber raus damit und dann wieder Klarschiff weiter. Absolut, weil alles, was im System ist, wie du es nennst, macht krank. Absolut. Alles unterdrückt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin immer glücklich, es aber nicht wäre, dann funktioniert, also irgendwas, der Körper reagiert. Das ist einfach so. Man sagt ja nicht umsonst, ist die Seele gesund, ist der Körper gesund. Ja. Halt, ne? Also man muss diesem ein Ventil geben. Wie es jemand macht, also ich finde es nicht ein Ventil, den anderen nur anzubrüllen. Ich finde es wichtiger zu sagen, ich bin jetzt stocksauer, ich gehe jetzt mal raus halt, als dem anderen in dem Moment mit Vorwürfen zu bombardieren. Also das ist meine Sicht der Dinge halt. Aber jeder hat das Recht darauf, seine Enttäuschung, seine Wut zu äußern. Ich finde nur wichtig, dass man sie klar äußert und nicht auch da in so ein Mischmasch kommt, wo der andere sagt,
was ist jetzt eigentlich passiert von gestern auf heute? Was habe ich eigentlich nicht mitgekriegt? Also diese klare Botschaft rüberbringen. Ne? Mhm. Und wenn man einen Schreianfall kriegt und sagt, was war das denn jetzt? Ich bin eben jetzt sauer. Ne? Ja. Aber es eben zu kommunizieren. Genau, bei aller Liebe nicht alles unterdrücken, absolut, weil da machen wir uns keinen Gefallen damit. Nein. Wir haben heute manchmal so ein bisschen fast ein Diktat, das immer love what you do, do what you love. Manche nehmen das ein bisschen zu ernst, ne? Und sind dann oft in der Situation, wo sie kaum mehr sich selber zulassen, auch mal ein anderes Gefühl zu haben. Das ist ja im Prinzip auch eine Uniform. Ne? Mhm. Also wenn du dich jetzt einmal nur im Leid ergießt, ist das genauso schädlich für dich wie nur fröhlich sein. Mhm. Wenn du das nicht fühlst, bringt es nichts. Also ich sag mal, es zu sagen und nicht zu sein, das sieht man auch dem Gesicht an, auch die Augen. Ich finde, die Augen sind ja sowieso der Spiegel der Seele. Und ich finde es nur wichtig, es sich zugestehen und aber nicht die anderen dafür sozusagen bluten zu lassen, dass man es selbst, dass man selbst sauer ist, auch wenn es noch so unlogisch ist halt. Ne? Aber jeder hat auch ein Recht darauf, enttäuscht zu sein, wütend zu sein. Nur ich finde, er sollte es nicht auf dem Rücken der anderen austragen. Also das finde ich schon. Ne? Leider geht die Sendezeit schon, wie immer, so schnell vorbei, nähert sich schon dem Ende. Aus deiner Sicht, Susan, was ist das Wichtigste zum Thema Liebe, Lebensfreude? Also das Wichtigste ist, liebt so viel ihr könnt, so oft ihr könnt, in welcher Form, was ihr mit Liebe verbindet. Lasst euch von Enttäuschung nicht unterkriegen. Genießt das Leben, genießt den Moment, also mit allen Sinnen. Es gibt die älteste Holocaust-Überlebende, ich glaube, sie ist 108 Jahre alt, da gibt es auch ein Video zu, die sagt, sie hat es überlebt, weil sie das Schöne im Leben immer gesehen hat. Und ich meine, Holocaust muss ich euch nicht erzählen und auch dir nicht. Egal was ist, versucht euch den Blick der Sonne zuzuwenden. Liebt. Sehr schön gesagt. Also, wer näher mit Susan in Kontakt treten möchte oder wer einfach sich über Susan und ihre Arbeit und ihre diversen Projekte und Tätigkeiten informieren möchte, kann das machen auf www.susanhiet.de. Man hat es auch während der Sendung immer mal wieder eingeblendet gesehen. Susan bietet ja eine breite Palette an Dienstleistungen an, die wir jetzt natürlich in der Kürze der Zeit nur ganz am Rande überhaupt streifen könnten. Sie ist ja auch Autorin von interessanten Büchern und so weiter und so fort. Also jederzeit mal reinschauen, wenn das Thema Liebe, das Thema Lebenslust interessiert und wer da vielleicht einen kleinen Kick braucht oder ein paar Tipps und Anregungen. Du hast ein bisschen was gezeigt aus deiner riesigen Palette. Vielleicht kann der eine oder andere Zuschauer, Zuschauerin vielleicht mal das eine im Alltag aufgreifen, ausprobieren. Schaden kann es ja nicht. Ja, also wir sind ja alle da, bei den meisten ist es ja noch steigerungsfähig, wenn es um Liebe und Lebenslust geht. Mein Schlusswort zu diesem Thema ist take your pleasure seriously. Also nimm dein Vergnügen ernst. Geht halt oft im Alltag, im Alltagstrott unter. Viel zu oft geht es verloren. Ja, danke schön fürs Zuschauen für heute. Nächstes Mal geht es bei mir um Bauen, Bauen zwischen Lust und Frust. Für heute sage ich Tschüss und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Danke. And if I had another life and chance, I would miss to ask you for a dance. The famous ship of fools will come alive. And all of our cravings may survive. I swear the doctor would not die between the sun, the deck and the sky. In a world beyond just right and wrong, I'm ground control and you are Major Tom. I'm ground control and you are Major Tom.